Hallo, da sind wir wieder bei Calumet Photographic. Heute im Fotostudio von Kevin Winneker in Hamburg. Wir begleiten heute Kevin bei einem Porträtshooting und werden uns dabei speziell die Lichtformer für die Porträtfotografie anschauen. In unserem ersten Video zur Blitzlichtanlage für das kleine Fotostudio hatten wir euch bereits die Kompaktblitze von Bowens, die XE400er, vorgestellt. Jetzt geht es weiter mit den entsprechenden Lichtformern. Dazu sind wir heute in dem Fotostudio von Kevin Winneker in Hamburg-Altona, das man übrigens auch mieten kann, mit und ohne Fotograf. Wenn ihr also in der Nähe von Hamburg mal ein größeres Studio sucht, wo ihr fotografieren könnt, dann wäre dies eine gute Adresse. Und schräg gegenüber ist dann auch Calumet Hamburg. Da soll man übrigens gut Fotoequipment kaufen können. So, nun aber zu den Lichtformern. In unserem Videobeitrag zur Lichtanlage hatten wir euch das Bowens Starterkit mit den beiden Kompaktblitzen XE400 schon gezeigt. Zu diesem Starterkit gehören auch zwei Blitzschirme, deren Effekte wir hier noch einmal zeigen. Von rechts kommt das Blitzlicht über den Durchlichtschirm. Der Durchlichtschirm softet das Licht ab und leuchtet die Gesichtshälfte weich aus. Die Gesichtshaut zeigt sich sanft und ausgeglichen und die Haare sind gleichmäßig beleuchtet. Links hinten ist der Blitzlichtschirm als Reflexschirm aufgestellt. Das Licht ist härter und betont sehr schön die Haare und die andere Gesichtshälfte. Die leichten Reflexe in den Haaren geben dem Bild zusätzliche Tiefe. Schauen wir uns nun die weiteren Lichtformer an. Wer mit Softboxen arbeitet, kommt eigentlich nicht um Octoboxen herum. Diese sind die perfekte Simulation einer Sonne. Es gibt ein schönes, rundes Licht. Je kleiner die Octobox, desto gerichteter, je größer, desto weicher. Jetzt haben wir ein Striplight, was ebenfalls zu den Softboxen gehört. Hat im Gegensatz zu einer klassischen Softbox allerdings eine längliche Form. Und dadurch kann man das Licht deutlich besser führen. In der Beauty- und in der Fashion-Fotografie wird sehr häufig ein Beauty-Dish verwendet, was ebenfalls eine Simulation der Sonne ist, nur deutlich gerichteter und wesentlich härter als eine Octobox. Beim XE400 sind diese Kappen dabei, die gleichzeitig auch der Standardreflektor sind. Außerdem gibt es diesen Standardreflektor von der Firma Bowens immer noch. Der war früher bei den älteren Blitzen dabei. Ist sehr ähnlich, funktioniert gleich, kann man aber ebenfalls sehr, sehr gut empfehlen. Mit dem Engstrahler von Bowens könnt ihr ganz wunderbar Effektlichter setzen auf die Haare oder zum Beispiel ein schönes Streiflicht im Gesicht. Thank you.
mit dem Hintergrundreflektor kann man ganz wunderbar den kompletten Hintergrund wegblitzen, ohne dass das Model Licht von dem Blitz abbekommt. Wie ihr seht, gibt es eine große Auswahl an Lichtformen, mit denen ihr das Bildergebnis nach dem persönlichen Geschmack steuern könnt. Die unterschiedlichen Lichtformer bieten dabei echt tolle Möglichkeiten. Und ein großer Vorteil, den dieses Video hier zeigt, ihr habt den Kompaktblitz als Basis und erreicht mit den angesetzten Lichtformern eine hohe Variabilität an Gestaltungsmöglichkeiten. Okay, das war unser Tutorial Porträtfotografie. Alle gezeigten Produkte findest du hier unten noch einmal im Text. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like hier und abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Na denn, macht's gut, euer Calumet-Team.